Der erste Schrei, der erste Schritt, der erste Schultag, Berufsausbildung, vielleicht Hochzeit, hoffentlich keine Trennung, Altern. Zu Hause in Osnabrück. Menschen kommen und gehen, Osnabrück bleibt. Auch als Arbeitgeber. Mit durchschnittlich 3500 Gramm und 52 Zentimeter. So beginnt es, das Leben in Osnabrück. Mehr als 1700 Kinder werden in jedem Jahr im städtischen Klinikum geboren. Mit meinem Team sorge ich dafür, dass die Mütter wohlauf sind und die Kinder einen guten Start ins Leben haben. Die Welt gehört in Kinderhände. Grönemeyer hat's gesungen, hier wird's gelebt. In der Kita, in der ich arbeite, gibt's mehr Kreativität als in einer Werbeagentur, mehr Energie als im Atomkraftwerk und mehr Spaß als im Zirkus. Etwas älter sind meine Kunden hier im Zentrum für Jugendberufshilfe in der Dammstraße. Wir geben hier zusammen mit den Jugendlichen richtig Gas, um sie in Ausbildung und Beruf zu bringen. Und jeder erhält hier die Förderung, die er oder sie benötigt. Es ist der Kindheitstraum von vielen. Mit Blaulicht losfahren, auf Leitern klettern, Brände löschen. Bei uns wird der Traum wahr. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr Osnabrück rücke ich jedes Jahr zu mehreren tausend Einsätzen aus. Egal ob wegen eines Aschenbechers ein Rauchmelder ausgelöst hat oder bereits das ganze Haus in Flammen steht, wir kommen auf jeden Fall. Das Symphonieorchester des Theaters Osnabrück schafft aus vielen Tönen ein harmonisches Ganzes. Und auch da bin ich natürlich mittendrin. Konzerte ohne Licht. Ziemlich lahm, oder? Als Veranstaltungstechniker sorge ich mit meinen Kollegen dafür, dass die Künstler hier in der Osnabrückhalle stets ins rechte Licht gerückt werden. Shoppen in New York, Karneval in Rio, Sushi in Tokio. Bei mir und meinen Kollegen im Bürgeramt bekommen Sie die Lizenz zum Reisen. Bitteschön. Dankeschön. 280 PS unterm Hintern. Dafür muss man kein Rennfahrer sein. Als Fachkraft im Fahrbetrieb bei den Stadtwerken Osnabrück bringe ich die Großeltern zum Theater, die Mutter zur Arbeit und den Nachwuchs zum Hyde Park. Oder zur Schule. Schon Newton wusste, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Zugegeben, dieses Verhältnis können wir auch hier an der Volkshochschule Osnabrück nicht komplett umkehren. Aber mit unserem vielfältigen Angebot können wir zumindest dafür sorgen, dass der Tropfen ein kleines bisschen größer wird. Der Osnabrücker Servicebetrieb. Wir sind die, die in Osnabrück wirklich unverzichtbar sind. Ohne uns läge überall Müll herum, Spielplätze für die Kinder gäbe es nicht und Grünflächen hätten wir auch nicht in der Stadt. Von A wie Abfallwirtschaft bis Z wie Zivil- und Katastrophenschutz. Die Arbeit bei der Stadt ist vielfältig wie das Leben selbst. Hallo. Hallo. Und auch Oberbürgermeister kann man bei der Stadt werden. Dafür muss man allerdings direkt gewählt werden. Und hier endet es, das Leben. Rund 1500 Menschen werden in jedem Jahr auf den Osnabrücker Friedhöfen bestattet. Ich bin natürlich weder Feuerwehrmann, noch bin ich Arzt im Klinikum. Und Musiker im Orchester bin ich auch nicht. Sondern Herr von Stein ist Redakteur im Presseamt der Stadt Osnabrück, ebenso wie meine Kollegin Silke Brickwedde, die Kamera für diesen Film geführt hat.